FM1 Kickoff. Christian Uschi, am Sonntag geht es gegen den FC Aarau. Die X-Mannschaft, ist ein spezieller Match für dich? Speziell nicht, aber für mich geht es das um Punkte. Und jetzt bin ich beim FC St. Gallen und jetzt ich gebe alles für FC St. Gallen. Aber speziell ist das nicht. Ich habe grossen Respekt vor dem FC Aarau, aber ich muss jetzt mit dem FC St. Gallen 3 Punkte holen und dann ist alles perfekt. Verfolgst du gleich noch das Geschehen, was beim FC Aarau so passiert? Also tust du noch schauen, was dort so abläuft, was für Spieler das kommen, wie das sie spielen und so? Schon, ja. Ich habe immer noch gute Kontakte mit dem FC Aarau. Ich schaue schon, wer kommt und wer geht beim FC Aarau. Und kennst du noch so ein paar? Mit wem hast du so Kontakt? Ja, habe ich mit dem Vielspieler immer noch Kontakt. Wir telefonieren ab und zu. Wir treffen ab und zu. Ich habe gute Kontakte. Und dann tut es auch immer noch ein bisschen weh im Herz, wenn sie jetzt eben so viele Probleme haben wie im Moment? Schon, ja, weil ich habe 2 super Saisons gehabt mit dem FC Aarau. Wir haben eine super Saison gemacht. Und wenn ich das sehe, wo die FC Aarau wo jetzt wo steht, dann es tut mir schon gleich weh. Wie ist es mit der Motivation, wenn man eben, jetzt hat man IB gehabt, man hat Xamax gehabt, es ist eine Mannschaft, die vorne in der Tabelle sind, jetzt spielt man gegen den Letzten. Wie ist es da mit der Motivation? Ja, Motivation ist immer gleich. IB oder Aarau ist genau das Gleiche. Wir müssen einfach jeden Match Punkte holen, egal wer kommt. Im letzten Spiel gegen Aarau hast du dein einziges Goal geschossen bis jetzt im FC St. Gallen. Meinst du, es klappt gerade wieder gegen den X-Club? Ja, ich versuche immer Assist machen oder Torschüssen und gute Leistung bringen. Und ich hoffe, Sonntag wollte ich auch unbedingt gute Leistung bringen und mal schauen, vielleicht dass dieses Mal klappt mit dem ein Tor. Danke, Christian Uschi. FM1 Kickoff.